Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, diese Folge werden wir einen vierten wilden Stamm machen. Und da müssen wir erstmal mit Swift hier quatschen. Die Bruderschaft der Asche. Willkommen, Sturmmart erster Klasse nun. Dein Ruf eilt dir voraus und ich bin froh, dass dich dein Weg zur rechten Zeit zu mir geführt hat. Ich möchte dich mit einer Aufgabe betrauen, die dein besonderes Geschick erfordert. Zugegeben, es ist nicht ganz ungefährlich. Es geht um die wiedererstarkten Amal'Jar, die uns einiges Kopfzerbrechen bereiten. Nachdem du ihren Götzen Ifrit bezwungen hattest, war es einige Zeit lang ruhig um sie geworden. Doch neuerdings werden sie wieder deutlich dreister. Der Gipfel der Unverfrorenheit ist, dass sie wieder zahlreiche Entführungen gibt, die eindeutig die Handschrift der rücksichtslosen Echsenkrieger tragen. Ich bitte dich, diese Fälle aufzuklären. Reise nach Clan Alamigo und unterhalte dich dort mit Gisilbert. Er ist mit der Situation vor Ort besser vertraut als ich und kann dich genauer instruieren. Gut, ab nach Clan Alamigo. Swift hat mich über dein Kommen informiert. Da die Angelegenheit drängt, komme ich direkt zur Sache. Wie du bereits weißt, haben sich die Amal'Jar von der Niederlage, die du ihnen beigebracht hast, weitgehend erholt. Hier im südlichen Talan werden seit kurzem wieder vermehrt Händler und andere Reisende überfallen und entführt. Dabei gehen die Täter immer brutaler vor und schrecken auch nicht davor zurück, am helllichten Tage zuzuschlagen. Sie scheinen sich ihrer Überlegenheit sehr sicher zu sein. Die Amal'Jar haben sich schon bis in die Nähe von Clan Alamigo vorgewagt und breiten sich auch südlich von hier in der Sangroli-Wüste immer weiter aus. Ihnen muss Einhalt geboten werden. Je länger wir zögern, desto mehr geraten wir ins Hintertreffen. Dein Auftrag lautet daher, lauere den Entführern auf und lege ihnen das Handwerk. Ich bin mir sicher, dass die Amal'Jar dahinter stecken. In der Nähe von Clan Alamigo rastet gerade ein Händler, ein typisches Ziel der Amal'Jar. Es könnte gut sein, dass er überfallen wird, was dir die Gelegenheit zum Gegenschlag böte. Also, sieh dich dort erstmal nach dem Rechten. Oben. Also, sieh dort nach dem Rechten. Gut, dann auf zu dem Händler. So, wir warten mal, was passiert. Narren, blind vor Zorn seid ihr in die Falle gelaufen. Habt ihr nicht nur euer Herz, sondern auch eure Augen verloren? Elender Verräter, gehört ihr zu der unseligen Bruderschaft der Asche? Ja, so ist es. Gering ist unsere Zahl, doch gerecht ist unsere Sache und Ehre unseren Mut. Möge die Sonne am heutigen Tag unseren Sieg über unsere fehlgeleiteten Brüder bezeugen. Euer Verrat werdet ihr bitter bereuen. Dem Feind von hinten die Klinge zwischen die Rippen zu stoßen, ist ja nicht gerade die feine uldische Art. Ich dachte, ihr Amal'Jar werdet allesamt stolze ehrenhafte Krieger. Ein Krieger lebt in ständiger Gefahr. Und die oberste Regel des Krieges lautet,
Kenne deinen Feind ebenso wie dich selbst. Von den Feiglingen war nichts anderes zu erwarten. Welch wundersame Begegnung, Abenteurer. Dies ist nicht dein Krieg. Mein Name ist Hamushka. Ich führe die Bruderschaft der Asche. Wir sind die letzten Aufrechten, nachdem die alles verzehrenden Flammen den meisten unserer Brüder ihren freien Geist geraubt haben. Sohn Eoseas, du hast mein Interesse geweckt. Ich spüre, unser Zusammentreffen war kein Zufall. Eine höhere Macht hat uns zusammengeführt. Folge diesem Ruf und besuche uns im Ring der Asche. Hiermit gewähre ich dir freies Geleit. So, der Ring der Asche. Das sind also gute, nette Amaljar, die noch nicht von Ifrit besessen wurden. Oder so. Hamushka. Willkommen, Abenteurer im Ring der Asche, dem Lagerplatz der Bruderschaft der Asche. Hier leben die Aufrichtigen meines Volkes, die noch Ehre im Blut haben und sich unserer Ahnen würdig erweisen. Wir schätzen mutige, aufrichtige Krieger und Kriegerinnen, selbst wenn sie zu einem anderen Volk gehören, so wie du. Ich spüre eine besondere Kraft in dir. Bist du es, der dem Flammen Ifrits getrotzt hat? Ich habe es geahnt und bin stolz, deine Bekanntschaft zu machen. Du kannst mich als deinen Verbündeten erachten, so du denn gewillt bist. Ich bekämpfe mit meinen Getreuen gegen die Verblendeten, die den Einflüsterungen des Flammengottes verfallen sind und sich an den Schwachen vergreifen. Wir Amal'jar leben für den Kampf und für einen ehrenvollen Tod in der Schlacht. Die blinden Anhänger Ifrits hingegen beschmutzen unsere Ehre und unsere Tradition. Mein Herz blutet schon allein bei dem Gedanken daran. Wo, frage ich dich, liegt im Ermorden und Entführen der wehrlosen Ehre oder Ruhm? Es ist ein unverzeihlicher Frevel, dass unserem Gott solch unwürdigen Opfer dargebracht werden. Uns Aufrichtigen bleibt keine andere Wahl, als die Verblendeten, die sich in Sanrak versammeln, zu jagen und zu vernichten. Willst du an unserer Seite kämpfen? So verbinde dich mit der Bruderschaft der Asche. Ein Moment mal, das geht mir ein bisschen zu schnell. Bist du wirklich der Held, der Ifrit bezwungen hat, oder nur ein Aufschneider wie all die anderen, die sich mit fremden Federn schmücken? Von der Sorte habe ich schon Dutzende eigenhändig getötet. Nun gar, deine Taten, deine Treue sind über jeglichen Zweifel erhaben. Doch in diesem Fall ist dein Misstrauen unbegründet. Ich vertraue diesem Mann und lege für ihn meine Hand ins Feuer. Nun gut, pass auf. Wehe, wenn du uns Steine in den Weg legst oder uns hintergehst. Gegen die Horden von Sanrak dürfen wir uns keine Fehler leisten. Nun dann, fahren wir fort. Ich vertraue darauf, dass nichts Falsches in dir ruht. Du bist der Bezwinger Ifrits. Vergangene Heldentaten jedoch genügen der Bruderschaft nicht. Die Anerkennung unserer Krieger kannst du allein durch deine Taten im Hier und Jetzt verdienen. Die Amal'jar aus Sanrak sind unsere Feinde. Sie vergreifen sich an den Schwachen und bringen unserem Gott unwürdige Opfer dar. Wir werden sie nicht länger gewähren lassen. Im Ring der Asche. Wir Amal'jar sind dazu bestimmt, die weiten Ebenen der Plaktan zu durchwandern und uns im ewigen Kampf gegen würdige Gegner in den Augen unseres Gottes zu bewähren. Seit grauer Vorzeit ist es Brauch, dass zum Tode Verdammte hier ins heilige Gebiet von Sanrak reisen, um dem Tode ins Angesicht zu blicken. Die in zahllosen Schlachten gestellte Seele wird durch die göttliche Flamme von der Last des Fleisches befreit, das daraufhin zu einem Häuflein Asche zerfällt. Die Hasenfüße von Zaharak fürchten jedoch den Tod, und die Furcht, die in ihren Knochen steckt, lässt sie verweichlichen. Weil sie schwach sind, klammern sie sich verzweifelt an ihren Gott. Sie vergreifen sich an den Schwachen, die nicht einmal ein Schwert halten können, und opfern sie ihrem Gott. Doch damit beleidigen sie ihren Gott. Für einen Krieger gehört es, sich gegen die Stärke zu kämpfen, gegen die Starken zu kämpfen und über sie zu triumphieren. O Hamushka, erwehrter Anführer, die Flammenfänger sind in unser Gebiet eingedrungen. Wir dürfen keinen Herzschlag zögern, ihnen entgegenzutreten.
Abenteurer, deine Stärke ist gefragt. Beweise Hamutschgar, dass du seines Vertrauens würdig bist. Lohngar. Was gibt es, Hamutschgar? Das ist Lohngar. Der äußeren Erscheinung nach ist sie eine Mikote. Doch in ihr lodert ein leidenschaftliches Feuer, das eines Amaljars würdig ist. In den Augen unserer Bruderschaft der Asche zählt nur der Mut, ganz gleich in welcher Gestalt er sich zeigt. Lohngar, begleite diesen Abenteurer und jage mit ihm zusammen unsere Feinde. Hey, Moment mal. Das kannst du mir nicht antun. Warum muss ausgerechnet ich diese Pfeife begleiten? Kannst du das nicht mit deiner Krieger aufs Auge drücken? Schweig, wenn dir dein Leben lieb ist. Wer sich der Entscheidung Hamutschgar widersetzt, muss zur Klinge greifen. Ah, verdammt. Da bleibt ja wohl keine Wahl. Machen wir das Beste draus. So, mein Lieber. Dein Augenblick der Wahrheit ist gekommen. Triff dich mit mir an dem auf deiner Karte markierten Punkt. Dort wird sich zeigen, ob du wirklich der Held bist, für den du dich ausgibst. Ja gut, dann gehen wir mal dahin und beweisen, dass wir der Held sind. Wieder einmal. Da hinten. Okay. Mal hinschauen. Oh, das ist ein A-Hochbild. Da kann ich kurz mitmachen. Sunny Go. So. Diesmal sollten wir zumindest nicht beim kleinen kratzischen umfallen, so wie damals, als wir Level 16 waren. Unser Chocobo hat sich verabschiedet. Na, 4%. So, das Viech wäre besiegt. So, was haben wir denn schönes bekommen? Mal kurz im Chat nochmal nachgucken.
40 Jagdabzeichen und 30 allergische Steine der Poesie. So. Gut, dann weiter der Geschichte des Rings der Asche. So, was hier los? Das sind sie alle. Gut, das war ja nicht so spektakulär. Puh, das war knapp. Ich weiß zwar nicht, wer ihr seid, aber ich verdanke euch mein Leben. Tausend Dank. Wir waren schon zu Ohren gekommen, dass die Amaljar wieder Leute entführen. Eine Zeit lang war es angenehm ruhig und sicher auf den Straßen. Doch nun ist es damit vorbei. Es soll sogar noch schlimmer als früher geworden sein. In Zukunft werde ich für die Reisen durch diese Gegend einen kampfstarken Abenteurer wie dich als Leibwache anheuern müssen. Mir wird schon ganz schwindelig, wenn ich an die Kosten denke. Ha, der sollte sich freuen, dass er überhaupt noch lebt. Los, kämen wir zum Ring der Asche zurück. Ich habe keine Lust, hier in der Wildnis zu übernachten. Gut, und wieder zurück. So, da sind wir auch schon wieder. Du hast dich heute wacker geschlagen, keine Frage. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Um mich zu beeindrucken, musst du schon mehr leisten. Als Kriegerin bin ich dir meilenweit voraus. Unsere Bruderschaft der Asche ist eine eingeschworene Gemeinschaft ehrenvoller Krieger. Unter der weisen Führung unseres stolzen Anführers Hamushgar kämpfen wir gegen die Feiglinge, die sich in Zanarak eingenistet haben. Sie wagen es, diesen heiligen Boot mit ihren Füßen zu beschmutzen. Sie richten Schreine und Lager, ohne uns offen die Stirn zu bieten. Das ist eine Bande jämmerlicher Feiglinge. Die Amaljar, gegen die wir vorhin gekämpft haben, gehören zu den Flammenfängen, die sich auf Entführungen spezialisiert haben. Sie sind die Erzfeinde der Bruderschaft der Asche. Wir werden alles tun, um ihre Pläne zu durchkreuzen und sie von hier zu vertreiben, denn sie sind eine Schande für jeden aufrichtigen Amaljar. Auch du seist gewarnt, misch dich nicht zu sehr in unsere Angelegenheiten ein. Die Belange der Amaljar können nur von den Amaljar geklärt werden. Ha, den Blick kenne ich. Du fragst dich, wie ich so etwas sagen kann, obwohl ich selbst keine Amaljar bin, nicht wahr? Nun, das geht dich absolut gar nichts an. Mach dir über mich keine Gedanken. Erstatte besser Hamushgar Bericht. Geduld gehört nicht gerade zu seinen Stärken. Sei gegrüßt, Krieger. Ein Bericht über deine Tat wurde mir bereits zugetragen. Du hast tapfer gekämpft und mein Vertrauen nicht enttäuscht. Du hast dich als würdig erwiesen, der Bruderschaft der Asche die Hand zu reichen. Bist du bereit, an unserer Seite zu kämpfen? Ja, mögen uns die Feinde unseren Zorn spüren oder... Nein, ich kann mich euch nicht anschließen. Natürlich schließen wir uns an. Wohlan, du hast Stärke bewiesen und wir heißen dich willkommen. Du und ich, wir strecken in unterschiedlichen Körpern, doch wir haben gemeinsame Feinde, die Flammenfänger. Lass uns gemeinsam ihre falschen Flammen auslöschen. Aufträge der Amaljar freigeschaltet. Asche auf mein Haupt 1. So, Fibubgar kann uns jetzt Aufträge geben. Aus den Klauen der Amaljar. Die Brut aus Zanarak ist ebenso erbarmungslos wie feige. Weitere unschuldige Gefangene sollen in heiligen Flammen geopfert werden. Doch solange der Herr des Infernos nicht in Erscheinung tritt, können die Gefangenen nicht seinem göttlichen Atem ausgesetzt werden. Deshalb werden sie in Gefangenschaft gehalten, bis der Opfertag gekommen ist. Das gibt uns die Gelegenheit, sie aus ihren erbarmungswürdigen Notlage zu retten.
Suche bei den Zielorten nach Flammenfangverwüstern. Töte die Flammenfangverwüster und nimm ihnen die Käfigschlüssel ab. Befreie damit so dann die unehrenhaften Geknechteten. Berittene Feuerwehr. Die hinterhältigen Feinde aus Zanarak schrecken nicht davor zurück, ihre Drecksarbeit mit Hilfe schändlicher Fallen zu erledigen. Sie füllen Feuerpulver in alte Fässer und legen sie in der Gegend aus, damit Karren darüber fahren und in 1000 Stücke zerbersten. Anstatt selbst zu kämpfen, nutzen sie unehrenhafte Mittel. Diese schädliche Art werden wir ihnen austreiben, indem wir die Sprengfallen vernichten. Allerdings ist das eine brenzlige Angelegenheit, da die Fässer bei der geringsten Erschütterung explodieren. Höre deshalb meinen Vorschlag. Besteige unseren Drakon und nutze seinen flammenden Atem, um die Fallen zu vernichten. Sprich nun an der Brücke westlich von hier mit dem Drakonflüsterer unserer Bruderschaft, denn er wird dich weiter einweisen. Das natürliche Gleichgewicht. Zanarak ist für uns Amal'jar ein heiliges Land. So ist es unsere heilige Pflicht, das Land zu hegen und zu beschützen. Seit einigen Sonnen bedrohen die Bronzeschildkröten mit ihrem unstillbaren Hunger das natürliche Gleichgewicht. Sie fressen alles kahl und vermehren sich ungehemmt. Um ihnen Einhalt zu gebieten, muss ihr Muttertier, die Riesenschildkröte Lakovi, bezwungen werden. Ist sie erst gefallen, wird sich das natürliche Gleichgewicht wieder einpendeln. Das ist doch eine angemessene Aufgabe für den Helden Eosias, nicht wahr? Solltest du Lakovi nicht aufspüren können, so mach dich auf die Jagd nach Bronzeschildkröten. Das wird ihr Muttertier anlocken. Zieh nun aus und erfülle deine Aufgabe. Gut, dann erstmal hier den Drakonflüsterer. Du, der du Stärke bewiesen hast, empfange den Drakon aus unserer Zucht und erfülle mit seiner Hilfe deine Pflicht. Solltest du vom Rücken des Drakons geschleudert werden und wieder aufsteigen wollen, so kehre zu mir zurück. Möge die Sonne Zeuge deines Erfolgs werden. Gut, mal gucken, wo wir was abfackeln müssen. So, berittene Feuerwehr. Ach, da vorne sehe ich ja schon. Eine Stelle. Kaboom! So, da vorne und dort vorne auch. Alles klar. So, dort oben ist schon das nächste Pulverfass. Kaboom! So, und das letzte muss irgendwo hier sein. So, da ist es auch schon. So, das ist alles erledigt. Dann reiten wir jetzt wieder auf unserem Reittier, da wir so schneller unterwegs sind. So, die müssen wir schon mal umbringen. So, und die da auch. Und da ist auch schon die dritte. Und da ist das große Ding. Gut. Und jetzt noch die Käfigschlüssel besorgen.
Dann gehe ich erstmal dort hinten wieder hin, zur Brücke. Das ist das am weitesten entfernte. So, einen Käfigschlüssel haben wir schon mal. Gut, jetzt noch den dritten Schlüssel und dann die Gefangenen irgendwie irgendwo befreien. Gut, die sind alle hier vorne. Oh, da haben wir schon mal den ersten. Ich kann gehen, ich darf nach Hause. Juhu, was für ein Glück. So, dann diese Person. Ich kann gehen. Ja, was für ein Glück. Schon wieder, genau der gleiche Spruch. Dann sofort. Die müssten sich abgesprochen haben. Definitiv. Und da vorne ist auch schon der letzte Käfig. Ich danke den Göttern für deine helfende Hand. Du hast mein Leben gerettet. So, alles erledigt. Dann zurück zum Ring der Asche. Aus den Klauen der Amaija. Für deinen Einsatz gebührt dir uns Dank, Tero. Du hast den Gefangenen die Freiheit geschenkt und damit unseren Feinden einen schweren Schlag versetzt. Oh, was für ein Lügen. Über den heutigen Tag werden wir noch lange im Lagerfeuer Geschichten erzählen. Wir sind in der Feuerwehr. Sehr gut, du hast die feigen Vorrichtungen unserer Feinde zerstört, sodass sie sich nun selbst die Hände schmutzig machen müssen, um ihre hinterhältigen Ziele zu verfolgen. Ich fürchte nur, dass sie für Nachschub sorgen werden und Ähnliches wieder versuchen könnten. Dieser Tag hat eine weitere Heldentat von dir gesehen. Lakovi ist besiegt und das natürliche Gleichgewicht kann sich wieder einpendeln. Ohne deine Hilfe hätten uns die Bronzeschildkröten die Haare vom Schopfe gefressen. Doch wir dürfen uns keineswegs auf dem Erfolg ausruhen, denn wer rastet, der rostet. Eines Tages wird das natürliche Gleichgewicht wieder aus den Fugen geraten. Dann werden wir abermals auf deine Hilfe bauen. Gut. Somit haben wir jetzt die Amaija, Sylphen, Kobolde und Sargin auf jeweils 30 Punkte der Freundschaft, nenne ich jetzt einfach das mal. Gut, und vorerst war es das auch. Dann werde ich die irgendwie so nebenbei hochleveln und sobald die Hauptquest wieder weitergeht, dann werde ich das wieder euch zeigen. Jetzt werden wir aber noch ganz kurz hier die Ausrüstung verbessert, da wir nämlich auch für die wilden Stämme allergische Steine der Poesie erhalten. Das wäre ein Zufall. Und somit können wir uns neue Schuhe leisten. Yeah.
Gut, somit sind wir Level 121. Dann werde ich jetzt noch kurz die Sachen hier reparieren. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann mit der Hauptquest wieder weiter. Wo war die eigentlich? Ach ja, stimmt, ich muss mit Alfino sprechen. Ja gut, dann ja, war es das für diese Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao Leute!